Um mit dem Panther von Level 15 auf Level 16 zu kommen, müssen wir in der Region Fenbok 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden töten, 10 Gegner mit einer Schrotflinte töten, ohne entdeckt zu werden, die eigentlich gar nicht zum Panther so richtig gehört, eigentlich eher zum Schlummsoldaten, naja, was soll's, und 2x8 Gegner in 40 Sekunden, ohne entdeckt zu werden. Gut, schlecht, alles klar. Gut, ich bin schon in Fenbok, was übrigens auch eigentlich ein total unlogisches Gebiet ist, denn ein Fen und ein Bok sind zwei unterschiedliche Dinge. Es sind beides so Sumpfgebietsdinger. Eine ist irgendwie basischer Boden, irgendwie Säure, ein anderer Säureboden oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, googelt mal. Fen und Bok sind eigentlich verschiedene Dinge. Und ja, naja. Aber ist eigentlich ganz lustig, so im Spielkontext. So, ich habe mir hier den Hafen von Fenbok ausgesucht, denn hier habe ich tatsächlich noch ein Fundstück, das ich noch nicht... Also hier gibt es noch ein Fundstück, das ich noch nicht gesammelt habe. Und deshalb möchte ich das... Oh, oh. Ich bin nicht hier... Oh, oh. Okay, alles bestens. Hab nichts von dem Fernschützen gehört, also sollte da auch alles passen. Dreh dich weg. Dreh dich bitte weg. Dreh dich weg, Mann! Ah, Mann. So. Niemand zu sehen. Ich wusste, dass da niemand ist. Okay. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Einfach weiter. Okay. Das sind dann schon 4. Vier. Okay. Zeit zählt. Wo sind die anderen Gegner? Sind es keine Gegner mehr da? Du willst mich doch. 5? Willst du mich verarschen? Das ist ein Zivilist. Wo sind die ganzen Gegner? 6? Gibt's doch nicht. 7? Noch einen. Komm. Brauch noch einen Gegner. Gibt's doch nicht. Wo ist der eine Gegner? Da. Nein. Nein. Oh, noch 2. Verdammt. Noch einen. Fehlt ein Gegner. Einer noch. Ich hab doch erwischt. Es waren doch 10. Es waren doch bestimmt keine 40 Sekunden, oder? Nun. Okay, dann schauen wir einfach, dass wir vielleicht noch die anderen. Ach, wobei, die müssen auch in 40 Sekunden sein. Ah, ich diese Zeitlimit-Dinger hasse. Ich hasse die Teile wirklich. Zeitlimit sind der Geißel, die Geißel der Menschheit. Erde hat ihn gesehen. Tot? Ja, tot. Oh, schade. Ja, pass mal. Seit wann sind die denn so flink? Seit wann machen die denn sowas? Ist ja nur neidisch. Weiter so! Bleibt entdeckt!
Kann nicht jeder so eine sexy Missgeburt sein wie ich. Zur Not mache ich die 48 Sekunden ohne entdeckt zu werden auf Golem Island. Blendgranate! Denn da ist die Gegnerdichte höher. Ja, bin ich. Interessante Art, das zu zeigen. Ich krieg noch nicht mal so die 10 Gegner in 40 Sekunden. 40 Sekunden ist viel zu kurz. Mein Gott. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Planung vonnöten. Weiß nicht, waren das alle? Ich höre keinen mehr schreien und keinen mehr schießen. Und da ist immer noch... Da war immer noch so ein Blendgranatenkreis. Waren scheinbar alle. Dann schaue ich mal... Wo waren denn hier genau die Infos? Da hinten. Gut. Habe ich die anderen Sachen, so die Kistensachen schon alle? Ja, gut, ein paar Waffenteile. Gut, die da unten nehme ich gerade mit und dann schnappe ich mir die Infos und dann schauen wir, dass wir zu einem anderen Ort verlegen. Und dann... Ich habe schon wieder vergessen, wo die Kiste war. Darfst du keinem erzählen. Handys und Internet machen das Gedächtnis kaputt. Sag's euch. Zumindest, wenn man's so benutzt, wie die meisten Leute und auch ich es benutze. Ich meine, früher hast du, wenn du irgendwas gesucht hast, irgendeine Info gesucht hast, hast du im Buch nachgeschlagen, bist gegebenenfalls zur Bibliothek gefahren oder gegangen, hast in dem Buch nachgeschlagen, hast dir die Info entweder notiert oder also in stichwortartig notiert oder hast sie halt gemerkt und hast dann damit gemacht, was du halt machen wolltest. Und heute guckst du halt im Internet, kopierst dir raus und fertig. Weißt du? Gut, also hier ist alles sauber. Also hier gibt's nichts mehr zu... Aber ich bin immer noch im Kampf. Also ist hier immer noch irgendwo ein Gegner. Aber ich suche den jetzt nicht. Der bringt mir nämlich nichts. Stattdessen schnapp ich mir den Heli und fliege wohin? Wo sind denn viele Gegner auf einem Haufen? Hier eventuell. Da könnten viele Gegner auf einem Haufen sein. Oder bin ich schon wieder aus dem Kampf raus? Oh ja, guck mal. Aber das ist kein wirkliches Biwak in der Nähe, also lieber mit dem Heli hin und dann per Fallschirm runter. Bevor ich jetzt da noch mal einen halben Kilometer laufen muss. Weil ich weiß noch, dort sind draußen auf jeden Fall einige Gegner, die rumlaufen. Aber eigentlich sind fast alle Gegner draußen und nur ein oder zwei drin und selbst die kommen manchmal raus. Von daher würde ich den Ort mal gerne ausprobieren. Ich vermisse das ein bisschen. Ist übrigens, wenn ich richtig informiert bin, relativ unrealistisch, dass... Also die Art, wie die...
Helis abstürzen. Ist aber in vielen Spielen tatsächlich so. Denn ich habe mal gelesen oder einen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht, vielleicht auch beides, dass man einen Heli, wenn der Motor ausgefallen ist, also wenn er nicht verklemmt ist, wenn er einfach nur ausgefallen ist, kein Sprit mehr oder was weiß ich, dass man einen Heli dann noch viel einfacher sicher landen kann als ein Flugzeug. Weil sich die Rotorblätter durch die allein schon, also auch beim Fallen drehen und dann wiederum für Auftrieb sorgen und so weiter. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie so in der Art war das. So. Wir haben. Die mich verarschen? Jetzt war's. Das waren 8. 9. Wo ist der 10.? Wo ist der 10.? Wo ist der 10.? Da. Ja. Ja. Geschafft. Nice. So, jetzt haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir doch zum Biwak. Waren das alle Gegner hier? Jawohl. Gut, dann gehen wir. Zu welchem Biwak gehen wir denn? Was müssen wir machen? 10 Gegner mit Schrotflinte, ohne entdeckt zu werden. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. 10 Gegner mit Schrotflinte, ohne entdeckt zu werden. Das ist nicht ganz einfach. Mhm. Flughafen vielleicht. Oder der Hafen da unten. Ich probiere es mal. Da unten, oder? Nee. Ach, ich weiß es nicht. Haben wir irgendwo ein Biwak, was nah irgendwie an einem... Ich bin irgendwie immer rechts hier auf der Karte unterwegs und gehe selten links hin. Weiß gar nicht warum. Da helfen mir die... Das Aero-Testgelände, ja, das ist bestimmt eine ganz gute Idee. so, wo haben wir denn hier? Location, Location, Location. Notunterkunft von Aurora. Ja, komm, gehen wir mal da hinschauen. Und dann schauen wir mal, welche Schrotflinte nochmal die höchste Reichweite hat. Hatten wir ja tatsächlich auch bei einer Herausforderung, ich weiß es nicht mehr, ob es beim Sturmsoldaten war oder woanders, wo wir die ja, was mache ich denn? Hier wollte ich mal noch reingucken. Ah, das ist die Angewohnheit eigentlich. Ich meine, fürs Let's Play habe ich das eh über den Haufen geworfen, nur im Biwak zu craften, aber beziehungsweise hier für das Level Let's Play. So, was wollte ich? Schrotflinte. Wir hatten ja schon mal irgendwie eine Herausforderung, Schrotflintenkill auf 200 Meter zu machen oder so. Da hatte ich ja auch eine Schrotflinte mit hoher Reichweite. Wo sind sie denn, die Schrotis? SF, wo sind sie? SF, da. Reichweite beim T. Reichweite viel höher. So. Und jetzt nochmal. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das war die Waffe, die war, oder? Die gleiche Reichweite hat eine höhere Feuerrate, macht aber weniger Schaden. Gut, dann behalte ich lieber den Schaden bei. Wie viel Schuss? Gleich viel, alles klar. Reichweite niedriger, das ist die Waffe, die wir haben. Bass 12. Ach, ich liebe die ja. Damals noch aus Tactical Ops Zeiten. Aber auf jeden Fall. Auf die geht kein Schalldämpfer drauf. Ach.
Hol's der Teufel. Ich brauche natürlich einen Schalldämpfer. Die macht halt nicht viel Schaden, ne? Und dann mit Schalldämpfer nochmal 20% weniger. Sehr schön, wenn man direkt auf Anhieb sehen könnte, wie viel Schaden die machen. Oder ob ein Schalldämpfer drauf passt. Ja, da hat schon eine gute Reichweite. Eigentlich müsste auf den Spaß 12 ein Schalldämpfer passen. Aber nicht in Breakpoint. Okay, passt auf die ein Schalldämpfer. Kann ich so leider nicht gucken. Auch gut. Was hatte ich da? Die hier. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Dann nehmen wir halt die. Okay, dann nehmen wir ein großes Magazin. Standardlauf. Irgendwas, was die Reichweite noch erhöht. Plus 10. Ja. Reichweite und minus Schussstreuung. Das ist sehr gut. Und hier... Ich habe nie das Leupold, wie auch immer man das ausspricht. Ich benutze das jetzt mal, oder? Ich habe das nie sonst. Hier. Ich brauche noch mehr Reichweite. 10% mehr Reichweite. Wo gibt's den? Camp Salamander auf Guatemala Island. Okay. Okay, dann haben wir hier. Plus 10% Reichweite. Gut. Okay. Wenn wir schon so einen Schwachsinn machen müssen, dann nehmen wir mal schwachsinnige Tarnung. Eigentlich habe ich viel lieber eine coole Tarnung. Ach komm, einmal. Einmal, warum auch nicht? Passt doch perfekt. Okay, gut, auf geht's. Nur aufpassen, dass es nicht dunkel wird. Wobei die Dunkelheit eigentlich ganz gut wäre, um nicht entdeckt zu werden. So, dann hoffe ich, dass ich in die richtige Richtung laufe. Schau mal gerade nach, das hier sind ja 85 Meter. Da bleiben so 80 Meter. Die Streuung ist schon brutal. Also auf 80 Meter brauche ich da nicht zu schießen. Auf gar keinen Fall. Wie viel Schuss haben wir denn jetzt mit dem Magazin? 12. Okay. Wie viel Mal habe ich geschossen? Dreimal oder so, ne? Zwei, dreimal. Ja, hier sind wir richtig. Ach du Scheiße, das ist das Ding. Ich wollte gerade abbrechen, deswegen wollte ich so früh ziehen, aber ich habe halt trotzdem weiter nach vorne gedrückt. Ja, das ist da, glaube ich, nicht so einfach. Ich würde gern an einen anderen Ort gehen. Bam, 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 bada. Ba, 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 bada. Ach, nee, das ist so ein Ding, wo man auf jeden Fall entdeckt wird, weil der Alarm losgeht. Die Elektromotorfabrik, wenn wir da von hinten rankommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind da noch, fährt da noch eine Drohne rum oder so? Andererseits haben wir eigentlich kein wirkliches Biwak da. Das hier ist hinter dem Berg. Von hier aus kommen wir vielleicht nah genug ran. Probieren wir es aus. Auf nach Westen. Den Verletzungsresistenz-Buff brauche ich mir jetzt nicht mehr zu holen, weil wir dürfen ja eh nicht entdeckt werden. Wenn wir entdeckt werden, ist eh vorbei direkt. Ja, fliege ich jetzt dahin? Ach, das ist das Ding. Da habe ich den Dings-Guide aufgenommen. Welchen Guide? Einen von denen habe ich da hinten aufgenommen.
Aber da unten sind ein paar Gegner. Die kann ich ja eigentlich auch nehmen. Ne? Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Zwei Gegner. Wie viel brauchen wir? 10. Ein Delta-Team? Delta-Company? Alter, zieht das Ding. Das Teil verzieht ohne Ende. Brutal. Das ist ein Dings-Verteidigungsgebiet, oder? Oder? Ja. Momo-Patrouillengebiet. Ich mittendrin. Und das sind es auch noch so viele. Ich zieh mal weiter. Das ist... Ach, Mann. Wolves sind das. Da sind noch zwei Gegner, die ich so nehmen könnte. Und auch versuche zu tun. Aber brutal, der Rückstoß ist übel. Ich muss da was gegen tun. Das Magazin macht Rückstoß mehr. Okay. Dann... Standardmagazin. Der Laser hat eigentlich keine Nachteile. Also. Oder gibt es da noch irgendwas? Minus horizontaler Rückstoß. Ich meine, auf Reichweite gehen wir sowieso nicht mehr jetzt, ne? Weil es halt trotzdem noch zu stark streut. Hier haben wir schon Minus Rückstoß. Minus 10% vertikaler, aber plus 15% horizontaler. Hier minus 7% ohne Nachteil. So. Sehe den Laser gar nicht. Ah, hier. Es ist mir hier zu heiß. Ich muss mich mit Kühlspray einsprühen. Ich hoffe, das hat nicht als entdeckt gezählt. Ich wollte beide mit einem Schuss kriegen, deshalb habe ich zwischen rein gezählt. Gezielt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das hier zu versuchen, aber... Oh, ich dachte gerade hinten kam noch ein Auto. Deshalb habe ich mich nochmal hingelegt, aber es ist eh zu spät. Da vorne habe ich aber was gesehen. Das Visier ist ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Da haben wir auf jeden Fall einen Gegner uns zugewandt. Schauen wir mal, ob es da noch mehr gibt. Ach, shit. Ich sag dir, Mann, ich war da. Ich hab gesehen. Es wären drei Gegner. Vier Stück haben wir schon, sechs Stück bräuchten wir noch. Also wären mit der Drohne eigentlich vier Gegner. Aber kriegen wir halt so nicht. Ich könnte mich jetzt natürlich auch ganz lame hier auf die Lauer legen an der Straße und warten, bis ein Auto vorbeifährt. Und dann einfach immer auszuschalten. Moment. Moment. Ich kann die Drohne. Schön Auto. Da. Und er fährt in die andere Richtung. Na toll. Aber ich kann die Drohne mit einer Drohne ausschalten, wollte ich sagen. So, das Problem ist, dass dann die anderen beiden auf der anderen Seite das mitbekommen werden. Ah, ich muss mich erstmal einsprühen. Ist ein bisschen schade, dass die Drohnen dann zurückgerufen werden automatisch. Aber es ist, wie es ist. Da wird wohl auch nichts mehr dran geändert.
So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht entdeckt. Es waren jetzt insgesamt 5 Gegner, wir brauchen noch ein paar. Pass auf, eine Zieleinheit in der Nähe. Feindliche Truppen schießen auf uns. Verstanden. Wir werden sie fertig machen. Müssen wir Deckung suchen. Ich habe sie beide gekriegt. Findet sie, und zwar schnell. Ist noch einer? Ach, ich habe den gar nicht gekriegt. Nein! Nein! Ich hoffe, der hat mich nicht entdeckt. Er hat mal nicht geschossen. Er hat auch sich nicht bemerkbar gemacht, dass er mich gesehen hat. Ist halt nur in die Richtung vorgerückt. Also theoretisch haben wir 7. Was bedeuten würde, wir bräuchten nur noch 3. Was wiederum bedeuten würde, ich würde jetzt am liebsten ganz vorsichtig sein. Sagte er und schoss auf ein vorbeifahrendes Auto. Hab ich den? Ja, die sind beide tot. Oder? Ja, die sind beide tot. Okay. Nice. Das heißt, es fehlt nur noch einer. Insofern das eben halt, wie gesagt, nicht als entdeckt werden gezählt hat. Einen kriegen wir doch, oder? Theoretisch easy. Wenn es einer der beiden keiner der beiden Scharfschützen entdeckt, die da oben auf dem Dach rumlungern. Hier steht einer und dahin steht einer. Wie weit ist das weg? Zu weit. 300 Meter oder so. Wenn das überhaupt reicht, 400. Das sieht man nicht viel. Ich mach den mal weg hier und hoffe, dass er nicht runterfällt. Das sind 188 Meter erst. Nicht runterfallen, sehr gut. Und den anderen Scharfschützen mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, aber so wie ich mein Glück kenne, kommt jetzt gleich irgendwie ein Auto angerast. Und dann war's das. Ich hoffe... Ich leg mich mal hin. Okay. Hallo! Ja, wir haben es geschafft! Wir sind auf Level 16! Yeah, nice! Und jetzt kommt ein Auto. Ich konnte nicht schießen. Ich habe geklickt und dann hat es kurz geruckelt. Naja, aber wir sind auf Level 16. Und das ist die Hauptsache. Ja.